Hallo an meinem Basteltisch. Ja, eigentlich bin ich gerade dabei, diese eine Journal-Seite zu machen. Die muss jetzt aber dann eine ganze Weile trocknen und ich hatte euch ja da schon mein kleines Reise-Journal gezeigt, was aus dieser Toffifee-Verpackung hier ist, ne? Und die Idee war ja, hier ist es zwar ein bisschen weggerissen, aber die Idee war ja dann, nochmal sowas in der Form zu machen, werde ich auch machen. Und ja, also langsam ist es so, wie das immer beim Basteln bei mir ist. Ich gucke mir irgendwas an und weiß dann, was ich draus machen will. Aber das nimmt dann manchmal ein bisschen überhand. Ja, ich habe mir nämlich so eine, wo sind denn die jetzt? Weiß ich gar nicht. Hier, das gibt ja beim Action so eine Bürstchen hier, ne? Bei mir ist aufgefallen, ich mag unheimlich ungern so schablonieren, weil wenn ich jetzt mein Schwämmchen mache, die sind ja auch schon ein bisschen älter, dann fusseln die nur noch weg und ja, das macht keinen Spaß. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht geht das wirklich mit so was hier leichter, mit so einer Bürste. Also das muss ich erstmal mal ausprobieren. So, da die so billig sind und ich ja wahrscheinlich die große, da ist ja bloß eine große drin und irgendwie hier so eine. Die haben auch einen ganz komischen Griff, also fest die eine auch komisch an. Das ist total Plaster und alles. Und die kleinen, weiß ich auch ja nicht, wofür ich die nehmen sollte, aber die große ja war mir wichtig, war. Und naja, für den Preis da ist das ja eine. Oh ja, ihr zeigt also zwei so eine Packung da gekauft. So. Naja, und was denkt ihr, was jetzt hier mir eingefallen ist mit dieser Verpackung? Ja, da habe ich das also zweimal. Das eine Ding hat jetzt schon so auseinandergeschnitten. So. Weil ich habe eine Freundin, die hatte auch Geburtstag und die steht so auf das Thema Blumen und sowas alles, weil sie halt auch damit zu tun hatte, mal beruflich. Ups, jetzt sehe ich gerade, hier ist ein bisschen Klebstoff von dem Zeug drin. Ja, was machen wir jetzt daraus? Also, das gab ja so irgendwo, wer hatte denn alles? Ich weiß ja nicht, wo das herkam, aber auf den Videos von Susanne habe ich gesehen und Petra hat das auch gemacht. Das heißt also, die haben mit echten Blumen unter Folie so eine, ja, was auch immer gemacht. Wie man das nennt, weiß ich nicht. So, jetzt ist ja hier schon eine Folie. Ne? So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe von den Blumen, die ich irgendwo hatte, ja, habe ich hier schon mal getrocknet und ein paar Gräser. Dann habe ich jetzt hier nochmal so ein paar Dinger getrocknet. So, ihr merkt schon, irgendwie halt langsam ein bisschen, das artet langsam ein bisschen aus, halt dafür. So, also da sind jetzt hier so eine Trockenblumen bei, wa? So, die können wir gleich hier rinlegen. So viele waren das nicht. Das waren halt, ja, diese komischen roten. Aber die verlieren ja dann so ein bisschen die Farbe, obwohl es geht eigentlich noch, finde ich. Ups, hier haben wir was drauf. Das war ja lustig. Den halt gleich mitgetrocknet, so einen kleinen Wurm da. So, okay, Pflanzenwurm. Ja, das Ding halt jetzt wirklich immer hier unten irgendwie unterm Tisch. Und wenn ich mir irgendwie einen Blumenstrauß kaufe, dann gucke ich mir an, was ist da für eine Blüte? Kann ich die irgendwie wieder unter ein Buch packen? So, ja. Moment mal. So, also die Idee ist jetzt also, die Kabel, ne, das als Cover zu benutzen. Sicherlich nicht in der Größe. Also das wird kleiner werden. Und ich werde das auch nicht mit Klebstoff machen, sondern ich habe garantiert irgendwo eine Windradfolie, die Klebefolie drauf hat, klebt die Blumen darauf und batscht das da an. Also so wird das auf alle Fälle. Die Frage ist natürlich noch, ob das denn durchsichtig bleibt. Das weiß ich noch nicht. Das kommt auf die Seiten an. Ja, dann habe ich jetzt nochmal hier. Ja, das muss ja jetzt noch alles irgendwie verkleidet werden, ne? Das ist ja wohl klar. Ja, jetzt habe ich hier in meinem ganzen Fundus, hatte ich euch ja schon mal gezeigt, so eine Papiere gefunden. Das ist so ein Muschelkernpapier. Das heißt also, da ist wirklich irgendwas drinne, was so, ja, aus Muscheldingsbums ist und grünet. So. Ja, das heißt also, hier muss ich irgendwo mit einer Stanze mal gucken, wie groß ich mir das hier so rausstanze. Und dann soll das hier irgendwie so ruf. Und dann bedeutet aber wieder, dass ich die Seiten irgendwie verkleiden muss. Am liebsten würde ich ja wieder diese Papierpackband daneben, das fand ich sehr, sehr schön. Ja, das Doofe ist bloß, das deckt diese ganze Schrift hier nicht ab. Also da bin ich jetzt so ein bisschen, wo ich nicht weiß, wenn ich das jetzt nämlich wirklich damit mache, dann hätte ich innen drinne hier so wahrscheinlich das Muster zu sehen.
So, hier wäre so der Verschluss. Ach so, fragt ihr euch ja vielleicht, wie ich das hier zumachen will. Aber ich mache hier einfach entweder mal 3 Magnete hin, vielleicht sogar 3, wirklich. Und dass das dann so klick zuhält. So ist die Idee. Diesmal nicht mit einem Knopf oder irgendwas. Man könnte natürlich jetzt, eigentlich könnte man nur ein Band nehmen, wa? Aber nee, ich mag eigentlich so eine Verschlüsse mit Magnet. Das ist schon nicht verkehrt. So, ja, also das hier, das war so die Idee. Jetzt habe ich von diesem Papier 2 Blatt. Das reicht. Ja, könnte so ja echt für vorne, hinten und die beiden Seitendinger hier reichen, denke ich mal. Ja, weil ich hatte dann noch ein anderes rausgesucht. Das ist auch so ein Naturpapier, aber hier mit so, oh, so ein bisschen Glitter drauf. Eigentlich mag ich ja sowas überhaupt nicht. Und es ist natürlich ein bisschen dunkler, was aber nicht so verkehrt wäre, weil es schön Kontrast gibt. Also das sind so die Sachen. So, und dann habe ich ja, ich habe da schon jetzt ein bisschen weiter dran gearbeitet, muss ich echt sagen. Weil ich will euch ja nicht hier so langweilen, wenn ich jetzt hier irgendwelche Papiere schneide. Also, das Ding wird 3 Signaturen kriegen. Oder Lagen, Entschuldigung, ja. Das heißt ja eigentlich nicht Signaturen, so wie ich das jetzt langsam mitgekriegt habe. Das wird ja im Englischen so heißt und letztendlich, ja, mag das so sein, aber gut. Also, ich habe jetzt hier aus so einem Actionblock mir ein Papier gesucht. Das ist also auch so ein, von so einem 30-30 Papier genauso gemacht, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Also hier nach innen umgefaltet. Das werde ich auch nochmal ein bisschen inken und sicherlich auch umnähen. Das weiß ich schon. So, da habe ich jetzt diese 3 Papiere. So, ne? Und dann habe ich schon mal rausgesucht, was ich so irgendwie darin packen will. Wieder mein lustig grünes. Dann habe ich hier so ein bisschen was gefunden, was strukturiert ist. Ich hatte mir mal so ein Kilo Papier, kennt ihr vielleicht auch vom Action, da gibt es so ein Fancy Paper. Da ist auch so ein dünner drinne. Weil das ist immer so ein bisschen mein Problem, dass ich so eine dünnen farbigen Papiere nicht hatte. Außer dieses farbige Kopierpapier. Hier ist auch so ein bisschen, das glänzt so, ja. Das ist dann an der Seite weiß und das ist hier auch so ein bisschen strukturiert. Hatte er ja bei dem auch gesehen. Finde ich eigentlich gut. So, und dann kommt hier so ein, ja, mit einem grünen Karo ein Papier. Und dann gibt es hier noch 2 so eine Papiere, die ich hierin packen will, weil die hatte ich mal mit grünem Tee gefärbt. Und die sind auch so wirklich mit den Teekörnern hier so drauf, ja. Da sind doch teilweise so eine Fehlstellen, die man natürlich dann auch mal überkleben muss. So sind die jetzt alle aufgebaut. 3 so eine Dinger. So. Ja. Und dann, habe ich mir das ja immer so angeguckt, was Petra so macht und findet ja eigentlich sehr, sehr schön. Nur, ich habe ja schon mal gesagt, glaube ich, also ich habe nicht viel Zeitschriften, Zeitungen. Und ich hatte ja immer mal eine Daphne gekauft zum Beispiel, aber nicht wirklich was darin finden können, was so für mich gut ist, muss ich echt sagen. Ich bin nicht so der Typ wahrscheinlich dafür. Aber ich habe so eine Zeitung, wie heißt das, Mein schöner Garten. Ja. Fragt mich nicht warum, also ich habe keinen großen Garten, ich habe ein bisschen ein Stück Terrasse, das ist irgendwie 3x9 Meter mit einer Hecke drumrum, in der wunderbar die Vögel da nisten. Ja, aber irgendwie mag ich jetzt schon diese Dinger und die ist auch nicht so vom Papier nicht so glänzend. So, jetzt habe ich hier schon mal sowas rausgesucht. So, ja, sowas zum Beispiel hier. Und das ist natürlich, also, ja. Das passt. Genau, seht ihr das hier? Ich kann das also so schneiden und irgendwie auch, denn so, Petra macht das ja immer, die faltet das denn eigentlich. Das heißt also so, ne? Hier so, zack. Und dann wird das einfach so rumgefaltet und dann ist gut. Dann hängt das so als gefaltetes da drinne. Finde ich eigentlich auch sehr schön. Das kann man ja dann auch hier mit einem Washi irgendwie an so ein anderes Ding rankleben. So die Idee. Und hier natürlich die andere Seite genauso. Ja, was ich noch nicht weiß, ist wirklich, was mache ich mit dem Scheiß hier? Das weiß ich überhaupt nicht. Lässt man das denn wirklich so? Da bin ich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht wirklich. Ja, ich weiß immer nicht, ob man das so lässt. Also wie gesagt, ihr seht schon hier, das habe ich mir jetzt extra so rausgesucht, weil das passt perfekt auf meine, das sind ja 18 cm sind das jetzt hier. Das wäre jetzt für eine Signatur. Dann habe ich hier was für die zweite schon rausgesucht, ja. So Herbst, das finde ich ja total schön hier. Das müsste auch so einigermaßen passen, dass ich hier das abschneiden kann. Ja, das wird ein bisschen kleiner, das macht aber nichts. So, und hier kann ich auch was rausschneiden. Ja, und dann haben wir hier so was hier. Also das ist eher Frühling, das wird also das erste. Fragt mich nicht, warum das jetzt hier alles lila ist. Ich weiß es nicht. Also auf alle Fälle passt das auch so, dass ich hier so
mir so ein Ding so rausschneiden kann und dann das halt mit einem Washi oder sowas da an so eine Seite kleben. Das sind so die Ideen. So. Und dann halt mir, diese Zeitungen sind ja wirklich nicht schlecht, weil da sind so viele, ja, Blumen und was weiß ich. Hier, die älteste, die ich habe, ist von 2017. Also ich habe die wirklich aufgehoben. Und ja, so eine, ne, das ist natürlich super. Ich kann jetzt meine ganzen Seiten da, auch wenn es so ein kleines Bild ist oder sowas, da werde ich mir jetzt alles Mögliche rausschneiden hier aus diesen Dingern. Manchmal ist es auch so, dass ich, dass man was einfach nur mit einem Stanzer rausstanzen kann. Ein Rundet oder sowas. Hier auch mal sowas. Also, oder so, ne? Wie das hier zum Beispiel, ne? Einfach einen runden Stanzer genommen, rausgestanzt und raufgeklebt. Das sind so jetzt die Ideen, die ich habe für dieses Buch. Natürlich könnte ich das jetzt auch noch mit Stempeln machen. Das werden wir mal sehen. Weil wäre natürlich auch nicht verkehrt. Habe ich ja genug von. Auch Blumen. Ja, das sind so jetzt die Ideen, die ich da zu diesem Buch entwickelt habe. Ja, am schlimmsten wird das hier, glaube ich. Wirklich, sich zu überlegen mit dem Cover. Da muss ich echt mal sehen, was ich jetzt damit mache. So. Ich glaube, ich werde das jetzt erstmal bekleben, aber das mache ich. Also gerade das mit dem Papier da, das Werk lieber ohne euch machen und mal gucken, wie es hinterher aussieht. Vielleicht zeige ich es euch dann, wenn es irgendwie was geworden ist. Und ja, mal gucken. Das ist eigentlich schon wieder ganz schön spät, aber währenddessen da jetzt mein PC so ein Video bearbeitet, habe ich jetzt gedacht, ja, vielleicht machst du jetzt hier doch wieder weiter an dem Teil. Ich habe mir jetzt hier so Magnete rausgesucht. Ich hatte euch ja gesagt, ich will den Verschluss da irgendwie machen und das ist jetzt eigentlich das nächste, denke ich, dass ich hier die Magnete drauf mache. Dreier, denke ich, sollten es sein und dann würde ich das gerne mit diesem, das ist dieses Packing Tape Paper. Das ist auch von Action. Da ist ja ganz gut, dass die sowas auch haben, sag ich mal. Ne? Das wollte ich eigentlich ja nehmen. So, also die Idee ist wirklich jetzt, ja, wie kriegt man das jetzt hier wieder auf? Das habe ich schon versucht, aber so richtig funktioniert das ja nicht. Kleben die auch alleine? Nee, wa? Nee, die sind nicht selbstklebend. Das ist ja blöd, die muss ich ohne ankleben. Boah. Ach, du Kacke. Na gut, okay, dann müssen wir die ankleben. Also hier in dem Pack von Ideen mit Herz sind 10 Magnete und 10 Scheiben. Das darf man nicht verwechseln, weil ja, sonst hat man irgendwann nur Scheiben. Das ist, glaube ich, Uta mal passiert, hat sie so gesagt. Dass sie dachte, das sind alles Magnete. Sonst ist es ja immer so, man hat einen Magnet, sagt man, der besteht aus zwei Teilen und die macht man zusammen. Aber hier ist es halt, oh, die ist aber auch ganz schön dick. Ich dachte, die ist dünner. Boah. Na, ich jetzt hier eine Scheibe ruf mal. Oh, weia. Das ist ja richtig dicke. Damit habe ich jetzt ja nie gerechnet, dass das so eine riesen Scheiben sind. Ich glaube, ich hatte sowas schon mal, aber da waren die wesentlich dünner. Na, vielleicht haben sie die verstärkt. Das kann natürlich auch sein, wa? Aber das hilft ja nicht. Also ich sag mal, weg. Ohne die Magnete kriege ich jetzt keinen sinnvollen Verschluss dahin. Ja, naja, gut, okay, dann machen wir jetzt so weit hier. Und na, sind auch nicht selbstklebend. Hier ist ein Grat dran an der Seite. Das wird man nach unten machen. Gut, dann müssen wir das halt so tun. Ja, ist denn so. Dann muss ich die alleine rankleben. Und die Magnete ja dann auch noch. Aha. Ich hätte gedacht, die sind auch selbstklebend. Wieso die meisten? Naja, gut, okay. So, also, dann kleben wir jetzt hier mal ganz lustig so einen Magnet hin. Ein bisschen Abstand brauche, ja. Oder beziehungsweise so eine Scheibe. Ah, ey, dass die so dick sind, das ist ja ein bisschen doof jetzt. So. Ob man da nochmal Papier drauf macht, dass man das ausgleicht. Vielleicht besser, wa? Bevor ich da irgendwas drüber ziehe. Ich glaube, das muss ich echt machen hier. Dass ich mir da nochmal ein Papier hole. Das ist natürlich blöde, weil das hätte jetzt gut mit der Pappe hier gepasst.
So, wo ist die Mitte? Na? Hier. Da ist die Mitte, oder? Zwei da, zwei da, da ist die Mitte. Zack, daneben. So, so ist die Mitte. So, ja. Also da muss ich mir jetzt noch echt noch irgendwas suchen und da klebe ich noch was drin. Das ist mir hier zu blöd. Muss ich echt sagen. Das ist mir zu dicke. Da ich ja. Nee, da habe ich ein Problem mit. Mit diesen Magneten. Ja, so ist es. Habe ich hier noch ein bisschen mehr zu tun, als ich dachte. Muss ich mir erstmal irgendwie was suchen, was so die Höhe hat von dem Ding hier. Wenigstens ein bisschen. Und das irgendwie versuchen auszugleichen. So, jetzt machen wir die Magnete mal ruf. Zack. Hoffentlich funktioniert das hier, weil nicht, dass das hier alles keine richtige ordentliche Klebekraft hat. Das ist jetzt bloß ganz normal Tape. Na komm. Mann, 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 da muss ich mir auch noch um sowas die Gedanken machen. Ah. Das sind immer so eine Kleinigkeiten, die dann auch so aufhalten. So, also jetzt haben wir die beiden Magneten da und jetzt müssen wir, oder den Magnet und die Scheibe und jetzt müssen wir mal gucken. Das wird jetzt so ankleben, wie das denn mal später, oh komm hier jetzt, zusammen sein soll. So, Moment. Na komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. So, ey, werde das hier mal hinkriegen? Ist das auf der Kante, kommt hier irgendwie so, wa? Ist das okay so? Ich glaube ja. So, na guck mal, das ist ja wie Druckknöpfe. Als ob man da so einen Druckknopf hin gebastelt hat, oder? Finde ich schon. So, kriege ich jetzt die auseinander? Ah, ohne dass meine Scheibe abgeht, nämlich nicht. Siehst du, das hat mich schon gedacht. Ach Mensch, wenn ich mir das hier schon so einfach vorstelle, dann kommt hier so ein richtiges Problem wieder an. Oh, warte. So, ja, das ist eine tolle Sache hier. Das Tape klebt nicht hin. Oh. Och Mann, ist das jetzt gemein. So, jetzt zeigt natürlich das Ding ohne meine Mitte. Klebt mal da ein bisschen jetzt fest. Hier, komm. So. Ja, wenn ich hier schon abends. Ist eigentlich auch nicht mehr meine Zeit. So, aber ich habe gedacht, wenn das hier so lange dauert mit dem Video hochladen und was weiß ich, dann kann ich ja hier nochmal was tun. Und schon. So, aber jetzt sind die Dinger da dran. Ja, also dann muss ich jetzt hier erstmal irgendwie sehen. Hier muss ich auch was dazwischen kleben, weil das geht nicht. Also muss ich echt sagen, wenn ich jetzt hier mit dem Packband oder was weiß ich, das beult dermaßen aus, das geht nicht. Ja, dann wartet jetzt erstmal wieder, weil muss ich jetzt schon wieder irgendwas besorgen. So, jetzt habe ich hier mir was als Verstärkung rübergeklebt. Ich sehe, ja, seht ihr das? Ich habe jetzt hier einfach mal so eine Pappe gesucht, die so ungefähr so die Dicke von diesen Magneten hat. Und habe mir die jetzt darauf geklebt, auf der Seite und auf der Seite, weil das funktioniert sonst nicht mit diesen dicken Dingern. So, dann habe ich ja dieses Papierpackband und das wollte ich ja eben gesagt jetzt hier rüberziehen. Das wird wahrscheinlich auch so sein, dass ich das echt zweifach darüber ziehen muss, denke ich. Einmal mal probieren, wie das so geht hier. Moment. Ach, ah, das klebt auch richtig gut. Also muss man ganz voll vorsichtig sein, habe ich schon gemerkt. Sonst hat man da ganz schnell irgendwelche Falten drin. Aber gucken wir mal. Ja. So, machen das mal. Wie machen wir das da? Ein bisschen schräg, wa? Und dann einfach hier, das ist natürlich total blöd. Hier ist jetzt diese kleine Ozelecke, das wird natürlich ja nicht. Da kleben wir mal einfach das andere mit dran hier und ziehen das drüber. Das hätte ich ein bisschen größer abschneiden müssen. Aber ich mache ja von der anderen Seite auch nochmal ein Tape gegen. Ah, hier ist die Ecke größer. Das ist natürlich besser. Ja, so hätte ich das machen sollen. Naja, gut. Ist so. Achso, da müssen wir auch noch einschneiden.
So, wie gesagt, ich denke, durch diese ganze Beschriftung hier wirkt es sowieso nochmal mehrfach irgendwie bekleben müssen, damit es nicht so auffällt. Hier ist auch jetzt so ein kleiner Futzel dran. So, jetzt können wir mal gucken. Hier hat schon eine kleine Falte drin. Also die. Oh. Da ist hier. Gucken, kriegen wir die noch raus? Gezogen hier irgendwie ein bisschen besser, doch. So. Gut, also bitte soll jetzt hier sozusagen meine Magneten richtig festhalten. Dann ziehen wir das hier richtig straff rum. So, und kleben das erste Mal so fest. Ja, das seht ihr hier schon, wa? Also, das ist halt nicht blickdicht, dieses Band. Also da. So, und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich das hier auch noch irgendwie gefaltet kriege. Dass das auch noch funktioniert. Wie gesagt, ich habe mir die Verpackung jetzt im Prinzip so gemacht, dass ich sehr von. Oh, jetzt hebt hier alles. Der Magnet hebt alles auf. So, ich habe das ja so gemacht, dass ich mir also das jetzt als äußere nehme und das andere halt innen, weil ich denke, innen ist das nicht ganz so schlimm. Ich werde das ja auch innen mit einem Papier bekleben. Ja, und hier, denn natürlich ja auch. Und hier weiß ich noch nicht. Da jetzt, da kommt ja nachher das. Ja, ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier eine feste Bindung, also ein fest einnähe, oder ob ich jetzt auch wieder so mache, wie ich das letzte Mal gemacht habe, da mit den Gummibändern. Das fand ich eigentlich richtig gut. So, ja, was machen wir jetzt? Ein bisschen überkleben müsste ich es ja lassen. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig hier, wa? Weil ich will ja eh ins um die Ecke. Achso, dann machen wir das mal so, dass wir das gleich ein bisschen länger machen hier. So. Dass das jetzt hier klebt und dann können wir ein bisschen um die Ecke gleich ziehen. So. Mal sehen. Huch. Ja. So, haben wir jetzt ein paar Stücke. Das klebt wirklich echt gut. Aber man muss ja erstmal, wie gesagt, gucken. Alles, das, was am Anfang gut klebt, hat ja damit nichts zu tun, dass es dann auch wirklich dauerhaft gut klebt. Das habe ich ja auch schon oft genug festgestellt, leider. So. Okay, jetzt haben wir das erstmal hier soweit. Und hier kommt auch auf diese Dinger kommt nachher natürlich auch nochmal irgendwie ein Papier drauf, denn damit man das hier ordentlich ja, zumachen kann. So. So. Gut. Ja, erstmal. Sieht das ganz ordentlich aus. So. Das würde ich ja irgendwie. Wie machen wir denn das jetzt? Das Teil, also bis dahin kommt das natürlich, ne? Also das wird schon bloß so ein Ausschnitt werden. Das ist viel besser, wenn man da ein bisschen mehr zuklebt, denke ich. So. Ja, das machen wir jetzt mal. Wir kleben das hier mal so auf die Seite rum. Heißt immer noch, das kleine Fitzelchen hier will nicht dranbleiben. So, aber an meinem Finger will es dranbleiben. Also, dann werden wir mal sehen. Ja, das irgendwie so machen hier, gleich so zukleben. Ich glaube ja, aber eigentlich, ja. Wir kleben das jetzt hier mal eben mal quer rüber. So. Auch und so. Müssen wir das ja hier wieder mal gucken. Vielleicht schneiden wir diesmal ja nicht so schräg, sondern gerade. Kann man ja auch machen, dass man das also nicht so schräg abschneidet hier, sondern wirklich so eine Kante. Huch. Und wieder klebt es, wa? Also hier müssen wir auch mal jetzt gucken, dass da ist natürlich echt ein bisschen schwierig.
Warte, 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 wenn ich das nämlich. Das wird ja schräg. Ja, gut, das machen wir mal so. Das schneiden wir ein hier. Ich bin mir jetzt immer nicht sicher, ob es nicht besser wäre, hier einzuschneiden. Damit dann sich nicht so viel Papier befindet. Ich glaube, das werde ich mal machen, dass ich hier mir diese Dinger einschneide. So. Damit auch. Wenn da sonst so viele Lagen Papier sind, dann kann es sich nachher nicht mehr so bewegen. Das war vielleicht auch bei dem letzten Ding vielleicht genau das Problem, was ich falsch gemacht habe. So, also fangen wir hiermit an, das was so schräg ist. Dann kommt erstmal das Stück gerade. So, und jedes Mal wird es ja dann ein bisschen blickdichter. So, da wird hier, wie gesagt, ihr seht schon, ich hab schon wieder hier irgendwas dranhängen. Es liegt zu viel hier auf meinem Tisch, hier so, hier Rümpel. Alte Büroklammern und hier so eine, ja, die halt da rausgezogen, die liegen schon mal da für die nächsten Mixed-Media-Sachen. Aber das nutzt mir jetzt nichts, wenn das hier immer so an meinem Magnet hängen bleibt. Der räumt hier meinen Tisch auf. So. Oh. Das war jetzt doof, da habe ich nicht richtig gerade gezogen. Das geht natürlich nicht, dann haben wir ja eine Falte drin. Das wollen wir ja nicht. So, dann fangen wir mal hier so in der Mitte an. Und dann hier. So. Ja, und wie sieht's aus so? Achso, das ist ja so rum. Genau, das war ja schon richtig gebogen. Gucken wir mal, hier müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen, dass... Ach, siehst du ja, ich musste dann nochmal zum Schluss wirklich lieber von der Seite wahrscheinlich umkleben und nicht von der, damit mir das dann nicht aufgeht. So, also hier Magnet war, hält schon mal ganz gut fest, ja. Also ich finde es jetzt ja nicht so übel, muss ich echt sagen, vom Thema. Also so lange kommt es ja, ne? Also das ist dann hier oben. Ja. So, das mache ich jetzt hier nochmal weiter mit dem ganzen Klebe und so, wa? Und dann zeige ich euch das wieder, wenn es so weiter ist. So, hallo zurück bei meinem schönen Projekt hier. Ja, ich habe jetzt hier, ich hatte euch das ja schon gezeigt, diese Pappe darauf geklebt und so ein bisschen dieses Papierklebeband da. Ja, das ist wirklich so, das deckt beim zweiten Mal eigentlich ganz gut. Beim einfachen nicht wirklich. So, jetzt habe ich so ein bisschen ja, mein Problem damit, das nochmal weiter zu bekleben. Hier habe ich es nämlich so gemacht, ich habe es hier angesetzt, einmal ist das Band bis hier und das andere Mal da. Eigentlich würde ich gerne bloß so eine Stücken haben, aber ich glaube, ich lasse das jetzt so, wie es ist, weil jedes Mal, wenn ich natürlich hier irgendwo über diese Knicke Wand drüber klebe, wird das immer straffer. Und man kriegt das jetzt immer noch hin, aber gerade diese Seite, weil die so klein ist, ne, die wird irgendwann immer weiter nach außen gehen. Jetzt im Moment geht das noch. Hier müsste wahrscheinlich nochmal genau über die Ecke, nur von hier bis hier nochmal ein Band hin. Ansonsten, ja, es funktioniert ja mit Magneten, geht auch so zu, wie ich mir das gedacht hatte. Und jetzt seht ihr schon hier, ich habe jetzt hier dieses grüne Muschelpapier, da habe ich jetzt noch ein paar mehr von gefunden und habe mir auch schon eine Stanze rausgesucht, die ich da genommen habe. So wird, soll mein Ausschnitt werden. Das führt die Rückseite. Und ich habe zwei Papiere unter die Stanze gemacht, damit ich sozusagen von innen gegen gleich das da auch noch drin kleben kann. Ja, so. Hier sind auch schon Klebeflächen, so, für die ganzen Flächen hier habe ich auch schon was rausgesucht. Reicht das eigentlich? Waren das nicht eigentlich vier? Ups. Habe ich hier noch irgendwo anders was hingelegt? Nee, oder brauche ich bloß drei? Ach so, ja, stimmt. Ich brauche bloß drei, weil das eine wollte ich ja nicht bekleben. Da kommt ja die Bindung drin. Da brauche ich jetzt nicht so was. So, dann habe ich hier auch noch so ein ganz schmales für diese
Diese andere Seite, da habe ich auch schon zugeschnitten. So, und dann hatte ich euch ja das Thema erzählt, dass ich da eigentlich vorhabe, so dahinter Blumen zu machen, wa? Jetzt halt hier mal geguckt, ich habe hier echt so eine Aslanfolie, also es ist ja eine Windradfolie mit zweimal Klebefolie, also vorne und hinten, so ja. Das heißt also, ja, und da ist jetzt wieder das kleine Problem, dass man immer alles Mögliche machen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt die Folie abziehe, da Blumen raufbabbe, na, kann ich das einfach daran kleben, von der Rückseite, und hätte noch eine andere Folie, wo ich nochmal entweder ein Papier gegenkleben kann, oder was eigentlich auch nicht so schlecht ist, aber ich weiß halt nicht, ob das so richtig gut ist. Ich weiß nicht, man kann nämlich hinter so eine Klebefolie, ich habe hier so eine Dinger, die hat mir Carla geschenkt. Ich glaube, das ist sowas, das ist dieses, ja, falsches Jolt. Wie heißt denn sowas? Blattmetall. Genau. Sowas habe ich ja auch noch, ne? Auch Flakes habe ich davon. Und ich habe mal hier eine Karte, ich hoffe, also die ist schon ganz, ganz alt, die hat Phyllis die mal gemacht. Ich denke mal, ihr seht das, das hier, dieser ganze Hintergrund, das ist alles Folie und da ist Blattmetall dahinter. Und das hat natürlich einen coolen Effekt, aber, ja, mal sehen. Also, eigentlich ist das so, ich weiß bloß nicht, ob das wirkt mit den Blumen, ne? Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn der Hintergrund so ist, ob das denn noch wirkt, wenn man hier sowas drauf hat. Man könnte jetzt das einfach mal probieren, oder? Ich glaube, das müssen wir jetzt noch machen. Da müssen wir jetzt wieder durch. So, ich habe schon gesehen, das Video ist wieder ganz schön lang. Also ich werde jetzt hier erstmal diese Papiere, das vordere aufkleben, die Seiten vielleicht und so. Und dann machen wir naja die Blumen auf die Folie und kicken mal, wie lang es denn ist. Weil ich glaube, ich muss wirklich sehr viele Teile machen. Das ist einfach so. Gut, bis gleich. Ja, hallo. Geht wieder mal ein bisschen weiter hier bei mir. Ups, jetzt habe ich natürlich das Papier nicht runtergepackt, aber ihr seht das ja, denke ich, auch so. Also ich habe jetzt hier mein Album-Cover erstmal so, dass ich das alles mit dem braunen Papier gemacht habe und hier innen sieht es jetzt erstmal so aus. Beklebt habe ich das alles mit dem Grünen und habe kein Naturpapierleim genommen, sondern Tacky Glue, weil das ist dann doch ein bisschen hier diese freien Flächen waren, ja, so ein bisschen glänzend. Jetzt ist aber der Tacky Glue hier so ein bisschen durchgeschlagen. Und das ist auch nicht aufgetrocknet. Also, da gibt es so Stellen drin. So, ja. Aber ansonsten sieht es, denke ich, mal ganz gut aus. Und das funktioniert auch ganz gut mit dem Magnet hier noch. Also, ne? Da habe ich ja schon gesagt, man muss dann wirklich aufpassen, dass man nicht zu dick an der Stelle ist. Sonst wird das mit der Haltbarkeit von dem Magnet funktioniert nicht mehr. Aber so, es klickt wirklich ran, das geht noch. Ja, jetzt habe ich ja hier noch diese andere Seite, die ich dann innen darin machen will. Wie rum kommt die? So rum. Also nach innen natürlich, deckungsgleich. So, und da ist ja jetzt so viel übrig. Und ich hatte jetzt auch schon wieder mir ein Video angeguckt von Luise. Und die hat ja so diese Sortierung, so einen Sortierungsordner da aus diesen Büchern so gemacht. Das fand ich total schön. Aber jetzt, ja, ich besorge mir jetzt nicht dafür Bücher und mache die leer und sonst was alles. Ich dachte mir, ich mache das so. Ich habe hier auf meinem Tisch, da hinten, das seht ihr ja immer nicht. Aber da ist so ein, ja, so ein Organizer, würde man ja dazu sagen. Den habe ich mal aus verschiedenen Kisten zusammengebaut. Also einfach alle möglichen Kisten zusammengeklebt und dann mit Papieren beklebt und ein bisschen mit Gesso und bestempelt. Und der steht jetzt da. Und genau so was werde ich auch machen. Und der Anfang, den bildet diese kleine Schachtel hier. Ja, ihr seht ja, was das ist. Das fiel mir dann gleich ein, dass man natürlich so eine kleine Sachen... Also erstmal ist das auch immer mein Problem. Ich habe Schalen und die sind aber mir zu hoch. Und das hier ist wirklich relativ flach, da kann ich das drin machen. So, und dann war ja hier von diesem Stanzteil, ne, war das übrig. Da habe ich gedacht, ja, klar. Ich habe auch von den ganzen Blättern hier einen Haufen übrig. Das heißt also, ich kann mir hier wie so ein kleines Heftlein machen, ne? Nochmal diese kleinen Blätter hier zugeschnitten. Ja, seht ihr ja. Also da passt richtig viel raus. Das werde ich dann auch nochmal machen. Kann das dann auch da so ein bisschen mit diesen drei Stichen einnähen und habe dann wie so ein kleines Heftchen noch, was da in das Buch drin. Also, ihr merkt schon, glaube ich, langsam gehen meine Gedanken auch so ein bisschen in dieses Thema, dass ich dann wirklich langsam weiß, was man da so alles machen könnte.
So, dann habe ich hier noch was gefunden, was ich auch sehr schön finde. Ist jetzt vielleicht schwierig zu sehen, aber wir haben auch mal eine Zeit lang so, oder das machen wir auch immer noch mal, so ein Pocket-Letter-Tausch. Kennt ihr ja vielleicht auch, das sind ja diese großen Hüllen mit neuen ATCs drinne. Und am Anfang hat man die immer mit diesen Goodies da hinten drin getauscht. Das machen wir jetzt eigentlich nicht mehr, weil jeder hat ja was. Und dann kriegst du immer was, was du dann zum 100. Mal hast oder was du ja nie brauchst. Oder ja, manche müllen sich da auch ein bisschen selber aus, finde ich denn. Und das mag ich eigentlich nicht. Aber am Anfang war das so. Und die Sachen hier, ich weiß ja nicht genau, dass die von Uta sind. Die hat mir also mal hier so eine kleine, so ein Alphabet geschickt. Jetzt habe ich ja gesehen, mir fehlt hier das O und das E. Die sind schon weg gewesen. Die werde ich schon irgendwo mal benutzt haben. Also jetzt muss ich mir da wahrscheinlich ein O und ein E selber raufmalen. Aber sie hatte so eine Lehrerin hier mit dabei. Und das ist natürlich total schön, ja. Muss ich echt sagen. Das ist jetzt hier so, das passt super zu meinem Projekt. Und über sowas freut mich dann natürlich auch, wenn ich dann sowas finde und denke, ja, toll. So, jetzt wollte ich eigentlich gerne, dazu müssen wir doch nochmal mein Papier hier suchen. So, ich hatte ja gesagt, ich möchte versuchen, hier so den Hintergrund mir zu machen, wie mit so einem Blattgold irgendwie und dann mal gucken, dass wir die Blumen, ob das noch gut aussieht oder nicht. Also, wie gesagt, das, wenn das jetzt nicht gut aussieht, dann kann man natürlich den Hintergrund immer noch behalten. So, ich habe mir jetzt mal hier so diverse. Huch, ui, jetzt ist was runtergefallen, Entschuldigung. Hier ist zum Beispiel so von einer Freundin mal so Blattgold. Das sind so eine Flakes. Also, die hatte die mir mal geschenkt, weil sie die selber nicht mehr gebraucht hat. Und ihr seht schon das Elend, was man damit hat. Das fliegt ganz viel rum. Und das Problem ist einfach, dass das ja so dünn ist. Und die Schachtel, die hier drin ist, sehe ich auch gerade, die ist eigentlich auch schon kaputt. Also da habe ich jetzt wahrscheinlich ganz viel Spaß mit, dass ich da mal versuche, was zu machen. Ich musste erstmal nochmal eins machen und zwar gucken. Ja, das spielt keine Rolle, gut. Also das Gold kann ich hier komplett raufziehen. Das mache ich auch. Ja, wie machen wir das? Ich habe mir hier schon so einen ganz weichen Pinsel rausgesucht, weil das ist ja hier eine komplette Klebefolie. Mal die Blumen mal weglegen. Und ja, wir gucken mal, ob das so funktioniert, wie ich mir denke. Ich glaube, ich muss hier aufpassen wegen dieser komischen Folie. Die klebt hier ein bisschen, die müssen wir da abschneiden. So, ich wollte gerne, dass ich dieses mit dem Wort Aslan da wegnehme, weil das wäre mich schon ganz lieb, dass ich so. Nee, ach, guck einer an. Ach so, so Beenseiten so. Aha. Ich habe gedacht, das ist bloß eine Seite und die andere Seite ist eine glatte Folie, aber ist nicht. Steht auf beiden Seiten Aslan drauf und auch gegengleich wahrscheinlich, wa? Weil das war so meine Idee, dass die eine schon Gold hat und auf der anderen sehe ich dann das durch, wenn ich da Blumen drauflege, wie das aussieht. Na gut, das macht ja jetzt nichts. So, was machen wir jetzt? Oh, jetzt bin ich echt ein bisschen. Hier ist so viel noch in der Tüte drin. Seht ihr das? Ja, wa? Da sind ja echt tolle Goldteile drin und hier ist auch noch so viel. Und vor allem sowas hier. Das ist natürlich total schön hier. Dieses, wo so verschiedene Farben in diesem Gold drin sind. Ich traue mich jetzt gar nicht so ganz. Ich hoffe, das funktioniert. Also das hat ja auch schon wieder Ewigkeit nicht gemacht. Wir machen mal hier erstmal so ein bisschen Folie nur auf. Weil das ist immer so ein bisschen schwierig. Ah, toll. Ah, noch ein bisschen sehen. Zack. Man muss ja eigentlich nur das Ganze hier immer nehmen und sozusagen alles vollkleben. Und auch die ganzen kleinen Teile am besten irgendwo mit unterbringen. Das wäre schon irgendwie schön. Das wird jetzt hier ewig dauern. Also ich glaube, ich mache das erstmal so weit, dass es beklebt ist. Ehe ich euch dann wieder mit dazu nehme, sonst wird das wieder alles so lang, wa? So, das hat jetzt hier eine ganze Weile gedauert, ehe ich das hier so komplett mit dem irgendwie belegen konnte, mit dem Blattgold. Das sind ja da ganz unterschiedliche Flakes. Gerade wenn man so mit so einem Flakes macht, ist das ja so. Das ist unheimlich viel, ja, auch so kleine Zeug. Und das, man kann sowas natürlich auch mit diesem Blattgold. Jetzt die andere Seite sieht jetzt so aus, aber das seht ihr natürlich nicht viel, weil ja noch die andere Folie drauf ist hier. Man kann mit dem Blattgold einen Haufen machen. Also, ich habe da auch mal irgendwann Vasen gestaltet oder so. Da gibt es ja so eine Anlegemilch, die auch so transparent auftrocknet und klebrig ist und dann kann man das darauf ziehen und dann sollte man ja immer noch einen Lack drauf machen.
Also, es gibt dann irgendwo noch einen Schutzlapp. Da muss ich nochmal gucken. Den habe ich garantiert auch irgendwo. So, jetzt gucken wir mal, dass wir noch so eine Blümchen darauf kriegen. Oder mal erstmal anlegen und gucken. Huch, komm, geh auf hier. Ob das überhaupt aussehen könnte, wenn ich jetzt hier so eine Blüten da so ruf. Doch, eigentlich kommen die schon, ne? So ein bisschen. Ist eigentlich ja nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, naja, ihr müsst euch jetzt die Folie natürlich da wegdenken. Hier habe ich ja auch so eine Gräser. Eigentlich könnte das ganz gut aussehen, oder? So, und dann kommt ja sozusagen das ist ja dann der Ausschnitt. Ich glaube, ich versuche das jetzt einfach mal. Und dann müssen wir bloß gucken, wie machen wir das jetzt am günstigsten. Ja, der Ausschnitt ist eigentlich, glaube ich, egal, ne? Das dürfte eigentlich egal sein. Also dann ziehen wir jetzt hier mal die Folie ab. Komm mal her, meine Folie. So, ja. Hier ist jetzt, warum auch immer, so ein Strich drin. Also diese Atlantfolie, ich habe die nicht mit eben mal runtergezogen, sondern in zwei Abschnitten. Und da hat jetzt hier so echt so wie so ein Strich drin. Die hackte denn da auch ganz schön fest. So, als unterstes machen wir mal hier so ein Gras hin, denke ich. Einfach ruf. Und hier halt noch so ein anderes Gras. So vielleicht. Und die Blümchen sind ja hier, die ich rausgesucht hatte, waren ja schon ja nicht schlecht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das war mein Ausschnitt. Kommt hier oben so ein Blümchen hin. So. Und vielleicht bleiben wir auch bei dieser Farbe, wa? Sieht vielleicht ja nicht schlecht aus, wenn wir bei der Farbe bleiben. Na, das könnte jetzt ein bisschen, naja, geht noch. So, dann haben wir jetzt hier noch so irgendwie sowas. Hier ist jetzt ein bisschen doof, war. Da habe ich das so halb drin geklebt. Das sieht ein bisschen doof aus. Können wir noch da irgendwas davor kleben? So vielleicht. Jo. Und dann könnte man noch mal, warte mal. Das reicht eigentlich schon, war. Das Einzige ist, da unten könnten noch Gras hin, so ein bisschen. Also ich mag ja nicht, wenn da immer zu viel Zeugs drauf ist. Weil hier war doch auch das Gras, das ist ja ein schön. Da gibt es so richtig viele, so nur kleine Dinger hier. Vielleicht machen wir die einfach damit drauf. So, jetzt wollte ich das ja einfach, so wie das, wenn festhält, auf die andere Folie kleben. Nur das klebt ja jetzt hier. Da müsste ich das ja reingeklebt kriegen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Weil jetzt ist natürlich hier doch ein bisschen dicker. Und, naja. Ist ja spannend, so ein bisschen. Vielleicht kann man hier noch so was hinmachen. Huch, das war nicht gut. Das sollte eigentlich hier wenigstens da so hin. Huch, komm mal her, komm mal her, komm mal her, da hin. So, und hier haben wir noch so ein kleines Blütenblatt. Das machen wir auch noch hier hin. So, ich würde mal sagen, das reicht eigentlich, wa? Nicht zu viel. So, jetzt müssen wir das da irgendwie hinterkleben. Spannend. Ja, das ist jetzt eine Klebefolie. So, das ist jetzt mein Ausschnitt. Mal gucken. So könnte das eigentlich gehen, ne? Das kann jetzt natürlich sein, dass es schief ist. Ist es auch. Ein bisschen, aber das macht ja nichts. So. Ja. Ich würde sagen, das ist erstmal fest. Und ich finde es jetzt ganz, ganz gut, ehrlich gesagt, so als Cover. Das finde ich schon richtig gut. Ja, das ist jetzt natürlich dazwischen hier. Ja. Nicht wirklich, klebt ja nicht alles an. Logischerweise geht ja nicht. Und da ist jetzt auch kein Kleber dazwischen, der irgendwie milchig werden könnte, aber wir haben da Blattgold dazwischen. So.
Wie gesagt, und hier sollte jetzt sozusagen das mit Ruff, damit es so ein bisschen einen Abschluss hat. Und hier muss ich aber vorher noch mal gucken, wo ich den Lack habe, dass ich den Schutzlack da noch aufbringe. Ja, so, damit das Video jetzt nicht so lang ist, denke ich mal, wird das erstmal Schluss sein für diesen Teil. Bei den nächsten Sachen beschäftige ich mich dann mit den ganzen Papierlagen, die da rinkommen, und nehme ich euch dann wieder mit. So, bis dahin also, wa? Macht's gut, tschüss.